Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Cave, hier immer noch auf diesem Jahrmarkt. Ich habe es mir herausgefunden, wie man es machen kann. Ich dachte erst, man könnte irgendwie die Hantel gegen eine gefakte Hantel von diesem gewöhnlichen starken Mann da oben austauschen. Aber dabei ist viel einfacher, und zwar, man kann hier die Hantel auf den Tisch legen. Magnifico, the magnificence, highly repetitious, disappearing act will now begin, again. There, it's gone. Next show is in 30 seconds. Und jetzt nimmt man sie weg. Und da hat man was gehört. Und wenn ich jetzt hier mal weglegen drücke, da ist sie nämlich. Also sprich, der gute Magnifico, der lässt sich gar nicht verschwinden, der macht die bloß unsichtbar. Magnifico, the magnificence, highly repetitious, disappearing act will now begin. Again, there, it's gone. Next show is in 30 seconds. Please kill me. So, jetzt habe ich die Hantel. Jetzt sieht der gute hier, der Rater, genauso wenig wie ich. You can't hide your true weight from me. Your weight is exactly 194. Falsch. Hey, that's not possible. I always guess right. This carnival game is now closed while we investigate the tampering with our tampering. Please leave. In a triumph of love and teamwork, our friends have managed to lie, cheat, and steal their way to 5 tickets and a pink bear. Now to snatch the prize and profess our undying love for the two-legged lady. Na komm. Ja, jetzt haben wir ja gecheatet, bisschen, weil ja sozusagen wir waren jetzt ja natürlich schwerer, als ich sehen konnte, weil ja die Hantel war ja nicht da. Juhu, der gute Bär. So, da ist er. Komm, laufst du. Well, this is not a heartening turn of events. Apparently, what the amazing two-legged lady desires most is a man of ordinary strength. The hillbilly came so close to true love, only to have it snatched away by a rival who couldn't lift his own shadow if it went on a diet. So. Hä? Ach so. Hä? Heuballen. Ah. Feuerzeug. Ticketeinlösung. Ich habe immer noch ein Ticket hier einzulösen. Oh, ist ja fies, ein kleines Kind aus Trommelticket klauen. I'm not sure taking up smoking is the right cure for a broken heart. But I don't think that is the hillbilly's plan. Is this really the path he wants to go down? Brennender Jahrmarkt. Hehe. Oh, ist ja hart. Das ist ja hart. Juhu, weiter geht's zur Höhlentour. Hehe. So, was haben wir hier? Ein Hebel, noch ein Hebel. Just because you can pull a lever doesn't mean you should. Our intrepid trio may not give this kind of seismic meddling a second thought, but choices have consequences. I've played host to more truth seekers than any human would care to count, and I know an omen when I see it. Trust me, this is ominous. Ominous? Ominous. Yeah, no. Yeah, yeah, yeah. Ominous. Never mind. Das Wortspiel funktioniert irgendwie im Englischen nur. So, eine Flamme. Hier haben wir noch ein bisschen für Dynamit. Eine Wasserpfütze. Was haben wir hier? Oh, für Dynamit. Jetzt müssen wir bloß noch Dynamit finden.
Okay, weiter geht's. Ups. Oh, nett. Who are you? Was it you that caused that cave-in? I know it was. Now my three mine cars is trapped in these caverns and caves. You'll bring those mine cars back if you know what's good for you. Maybe this dynamite will convince you. I need all three of those mine cars back, you hear? Ha ha ha! I got plenty more dynamite where this came from. Well. How am I supposed to bust through those cave-ins? I need my stuff. Bring me my stuff. I need it. Who are you anyway? Zerstört er durchs Mais. So, ich kann mich erinnern, hier ist irgendwie mit dem Eimer. Ich muss einmal Wasser finden, damit ich sozusagen mit dem Eimer dann well, das Dynamit. Well, you know what they say. It wasn't the prospectors who made all the money. It was the merchants who sold blood pressure medication. Schön. Ja, wir müssen jetzt irgendwo Wasser herbesorgen, damit damit man das Dynamit mit dem Eimer löschen können. Hier zum Beispiel. Yeah, da ist es. Da geht's doch. So. Get out of my mind! Wait, no! Bring back my mind cars! Then get out of my mind! Okay. Jetzt haben wir ja eine Stange Dynamit, die wir verwenden können, um die einzelnen Dinger aufzubrechen. Oui. Bang. So, was haben wir hier? Ein Sniff. So, the old miner's instincts were right. There is a mine car trapped back here. He may have overreacted a bit, but at a certain age, you've got to do something that gets you up in the morning. Even if what gets you up in the morning is a dangerous lack of interpersonal skills and anger management issues. Gut, hier haben wir noch ein Bild für die Abenteurerin. Bittere Verbannung, ja, da wurde von ihren Kollegen verbannt. Naja, geschieht ihr vermutlich ganz recht. Naja. Okay. Ne, ich will eigentlich hier einsteigen. Das war nix. Cold. I thought you was gone for good. Time to get down to some serious hoarding. Okay. Jetzt haben wir erst Minecraft wieder. Minecraft. Da bin ich jetzt sehr, sehr Minecraft. Zu sehr Minecraft drinne. Ja, nee. Die erste Lore sozusagen gefunden. Halt, Moment. Brauchen wir noch weiteres Dynamit? Thank you.
So, der Eimer mit Wasser. Los geht's. Are you still here? You get me those Gauls darn mine cars. Ja, das sind ja auch hier Minecarts. Aber ich verbinde mit Minecarts natürlich diese Loren bei Minecraft. Ja, für die es nicht wissen oder noch nicht gesehen haben, ich spiele ja auch Minecraft mit zwei guten Freunden. Haben was ganz Gutes aufgebaut, also es macht schon ganz Spaß und solltet euch mal reinziehen. So, hier ist das nächste. Also zack, anzünden, ablegen und rumsen lassen. Das war zu nah. Das macht aber nichts. Hauptsache, der Fels ist offen. Ich hoffe, der Fels ist offen. Jo. So, was haben wir hier? Es klingt so, als wäre das vom Rummel oben drüber. Na gut, ich kann ja erstmal was gucken. Ja, bester Angestellter aller Zeiten, nicht er. Was? Greatest Employee of All Time? Ah, so, okay. Nicht er. Okay. Also, wir sind jetzt hier im Jahr 2701. Wahrscheinlich ist das gleiche Auto, ja. Fährt hier auf Arbeit zum Museum für antike Geschichte. Und da wird angezeigt, hier, der Typ dort ist der beste Angestellte aller Zeiten, aber er ist es nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken, ist das ein Mann? Das sieht ja mal aus wie eine Frau. Für mich war das eine Frau. Okay, also dieser doch sehr androgyn wirkende Mann ist eine Frau. Nein, ist ein Mann. Naja, ihr wisst schon. Oh. Okay. Ah ja, okay, wir müssen jetzt hier offensichtlich. Müssen hier auch durch geschicktes Verlagern der einzelnen Gewichte diese Lore. Halt. Hier verschieben. Okay, also ab hoch. War nichts. Blödsinn. Ich fäng gerade auf, den muss ja da oben rein, auf den mittleren Gang. Na gut. Schon ein widerliches Gebrüll. Okay. Nein. So, der Timer ist gleich abgelaufen, aber hier diese Stelle mache ich noch fertig.
Schick. My vittles! Feller can build up a powerful hunger down here. I'm gonna roast me up some canaries. Now see here, I still needs me my last minecart, dagnabbit. Yo. So, und jetzt geht's weiter. Ui. Mensch, das war gar nicht. Okay, und nun noch unsere Hillbilly-Kunde. So. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch, weil die Zeit abgelaufen ist. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.